Nordamerikanische Waschbären gibt es seit Mitte des 20. Jahrhunderts auch auf dem europäischen Festland. Zuletzt sind die Tiere auch in der Region Trier häufig aufgetaucht. Weil es sich bei dem Allesfresser um eine invasive Art handelt, die kleinen Wildtieren wie Kaninchen das Leben schwer macht, dürfen Waschbären bejagt werden. Obwohl die Jagdbehörden in der Region Trier vermehrt Abschüsse registrieren, haben sich die Waschbären auch rings um die Stadt breit gemacht. Weil sie nachtaktiv sind, gibt es dafür nur wenige Beweise. Bilder der Tiere in der Region sind eher selten. Der Ehranger Gerhard Keilen hat aber schon am 11. August 2018 mit seiner privaten Wildkamera einen Waschbären an seinem Grundstück gefilmt. Dem TV hat er die Aufnahmen jetzt zur Verfügung gestellt, nachdem er einen Bericht über die Tiere in der Zeitung gelesen hat. Marc Schilz aus Konz Oberemmel hat kürzlich morgens auf dem Weg zur Arbeit Waschbären über die L138 im Tälchen laufen sehen. Die drei Tierchen sind in einen Baum geklettert. Das hat der Konzer mit seinem Handy gefilmt.